einmal hier unten gucken, ob hier was ist. Sieht aber nicht so aus. Doch, hier ist jemand. Tatsache. Hallo. Hä? Machst du? Hallo. Who am I? Where am I? Why can't I remember anything? If only, I could remember my name. Wahrscheinlich brauchen wir den später. Naja, wobei du bist random Gesicht Nummer 1, ne? Also, du hast ein bisschen andere Frisur als die meisten anderen. Aber dein Gesicht ist immer gleich. Das ist doch. Was haben wir denn hier für Monster? Ach ja, ich wollte es gerade aussprechen und da rennen wir schon in eins rein. In Blümchen. Mandragora. Den darf ich irgendwie ans Essen. Ich weiß auch nicht, Magnolien? Oh! Ich glaube, wir hätten in dieses Gebiet schon eher gekonnt. Hust, hust, röchel, röchel. Naja, haben wir hier was? Hallo, ist hier etwas? Gehen wir jetzt hier entlang? Da ist jemand, mit dem uns reden möchte. Das passt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ha, und schaut sich die Viecher wieder weg. Weil dann brauchen wir auf jeden Fall einen Akrobo. Ey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Können wir von hier mit dir sprechen? Nein, können wir nicht. Ah, oh, was eine Kacke. Dann müssen wir tatsächlich gezwungenermaßen auf so einem Akrobo reiten. Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Schnecke essen. Schneckschieß. Mit den coolen Sonnenbrillen. Drehwurz. Waren das die, die sich heilen konnten? Ich glaube, davon hatten... Oh Mann, ey. Naja, sagen wir es mal so. Ich laufe jetzt hier planlos durch die Gegend. Oh, da läuft jemand rum. Hallo, bist du Mindy? Lauf nicht weg. What happened to me? I think I got sucked into the paradox. I remember having an argument with my sister and then I was here. But I know it's not her fault. It's not anyone's fault. I understand that. But if I know her, she's blaming herself for my disappearance. She must be so distraught. Can I ask a favor of you? If you see my sister, tell her that I love her very much and that none of this was her fault. As much as I want to, I know I can't go home and tell her myself. I was swallowed up by the paradox. I was attacked by the monster. I just don't belong in this world anymore. Theatralisch. Gut, dann geht's jetzt schon zurück. Das ging ja fix. Ja. Sehr fix. Und das mit diesem Akrobo riecht mich so auf. Oh, Hallöchen, Popöchen. Wie geht's denn dir? Was bist du denn? Bist du ein Ariman? Nee, du bist ein Kobold. Schade. Du bist kein Ariman. Dabei sind Ariman so cool. Alter, ey. Chantal geht so ab. Aber wir müssen Chantal bald paaren. Ist das nicht schlimm? Ich finde das so grauenhaft. Gott, da ist der Akrobo. Ey, wie weit brauchen wir denn bis da hinten? Ey, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Na egal. Erstmal zurück zu der dicken Kugel. Ach ja. Ach, hallo. Mann, ich wollte... Ach, egal. Ihr habt eh nur Millisekunden, bis ich euch in den Boden gestampft habe. Los, Chantal. So, die Drehwurzel sind tot. Jetzt geht's an die Blümchen, an die Maragonis oder wie die heißen. Schön. Style-Punkte, also die Ausbeute ist ärmlich, aber was soll's. Oh Gott. Ich muss auch so einen Akrobo. Boah, hab ich Bock. Hast du Gieserkraut? Wenn du kein Gieserkraut hast, ne, Alte, dann. I have super low everyday prices. So no haggling, all right. Ja, ist okay. Wir möchten Raritäten bei dir kaufen.
Gieserkraut, immerhin etwas. So, damit müssen wir gerüstet. Oh Gott, jetzt sind wir wieder fast pleite. Na egal. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ja, ich muss demnächst mal Geld farmen gehen, damit wir uns die beiden letzten Urartefakte leisten können. Weil ich glaube, ansonsten haben wir endlich alle im Spiel. Naja. Wir machen das gut. Aber ich gehe erst zu dem, wenn ich wirklich weiß, dass ich zu dem hin muss. So, Ding. Was? Du hast etwas von meiner Schwester? Ein Hochzeitsgeschenk? Wie kann das sein? Sie wusste, sie war in Gefahr. Und doch stellte sie mein Glück über ihr eigenes Schicksal. Bis zum bitteren Ende. Ich danke euch. Nun sind all meine Wünsche erfüllt. Ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Irgendwann und irgendwo. Ach, schön. Bist du jetzt der da oben mit dem nächsten Ausrufezeichen? Oder die andere Kugel? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo sie war. Egal, ich gehe die mal eben suchen und wir sehen uns gleich wieder. So, Kugel 2.0. Hallo? Hört mich jemand? Ich habe eine Nachricht. Die Scheinwerfer versehentlich korrekt verkabelt. Wenn das nicht behoben wird, könnte ein furchtbarer Unfall passieren. Ich bin Abraham und ich war früher für die Anlage verantwortlich. Unglücklicherweise verschwand ich, bevor ich mein Wissen weitergeben konnte. Der aktuelle Techniker hält sich nicht an die Betriebsanleitung. Jemand muss ihn auf seine Fehler aufmerksam machen. Okay. Ein Mann namens Abraham wurde von einem Paradox verschlungen, wobei nur seine leidvolle Erinnerung in Gestalt der roten Kugel zurückblieb. Früher war er als Techniker für die Wartung der Scheinwerfer zuständig, doch er verschwand, bevor er seinem Nachfolger alles beibringen konnte. Ja, ist okay. Der wird jetzt wahrscheinlich auch irgendwo da hinten rumgammeln. Naja. Dann wollen wir mal. Hallo, Choco-Chica. Und wieder ab in ein Abenteuer. Ich bin dafür, dich. Also, wir gehen ja sowieso hier, ne? Am Arsch hängt der Hammer, es sei denn, das ist irgendwas Wichtiges. Was ist das? Was ist das? Oh, ich glaube, das ist irgendwas Wichtiges. Die erscheinen nur irgendwie ganz selten oder so und es ist total toll, wenn man den erwischt. Irgendwas war da. Na, der macht nicht schlecht Schaden. Und jetzt setzt er Fressen ein. Was mal eben unseren kleinen Pups die Füße ausgezogen hat. Sehr schön, sehr schön. Phönixfeder. Einmal für Casanova. Und dann einmal bitte Lebenssymphonie. Und jetzt bitte einmal Vergeltungsballade, damit wir nicht unser Ziel aus den Augen verlieren, weil eigentlich sind wir stark genug, nur irgendwie hapert es so ein bisschen an der Ausführung, würde ich sagen. Egal, komm, der hätte Offensive. Komm, den kannst du fressen. Der lässt sich gerne von dir omnomnom. Sag ich doch. Kanakamui. Naja. Hoffentlich setzen wir zum richtigen Zeitpunkt Kreisel ein. Sonst wäre das echt schade. Weil den hätte ich dann doch gerne. Ich weiß gar nicht, mit wie viel Wahrscheinlichkeit wir den kriegen. Los jetzt. Hat geklappt. Und wir haben ihn damit besiegt. Und jetzt ist die Frage, ob wir... Nein, haben wir nicht. Warum auch? Gut, dann geht's jetzt hier lang weiter, ne? Ja. Und gerade sind wir links gegangen, deshalb gehen wir jetzt einfach mal intuitiv rechts. Wenn wir mit dem Vogel reiten, müssen wir auch rechts. Und dann hier abspringen und darüber fliegen. Auch wenn wir das verkacken, ne? Das wird teuer. Hallo. Ich kenne dich auch noch nicht. Was bist du denn? Ein... Ach du Scheiße. Naja, es interessiert keinen mehr, was du mal warst.
Ich habe mir schon beim ersten Mal hier vorbeigehen gedacht, dass da irgendwo mal was sein muss. Und war ja klar. Ich meine, ne? Outdoor-Uhr. Ach, dann können wir das eine Ding auch zu Ende bringen. Und da liegt auch was und da hinten steht, glaube ich, jemand. Ah, oh, guck mal, kleine Gremlins. Oder Kobolde, Kobolde waren's. Kobolde in Lila. Ach, die sind so grottig hässlich. Egal. Die haben nicht lange was zu melden. Wobei, also, magietechnisch halten die einiges aus. Wenn ihr das seht, wenn Sarah angreift, dann machen die kaum Schaden. Aber dann kommt Noel und dann... Ach ja, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass der Junge 18 sein soll. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall, hier schwebt was und da hinten läuft jemand, oder? Fühle ich mir das nur ein. Attentäter-Emblem. Was ist das denn? Ausrüstung? Anliegen? Hermesstiefel. Ja, die sind so unnötig. TP-Prozent? Hä? Hä? Ach, egal. Da ist das Märtyrer-Emblem. Magische Resistenz. Giftsucht. Was macht denn das? Da. Oh, Giftwirkung hält über die Dauer des Kampfes an, reduziert die maximalen TP erheblich, steigert die maximale Resistenz. Ah, interessant. Da ist das Märtyrer-Emblem und wir haben halt noch dieses andere gekriegt, was ich jetzt aber gerade irgendwie nicht sehe. Oder? Was war denn das jetzt das andere? Ich bin verwirrt. Hm. Naja, vielleicht brauchen wir das auch irgendwo für... Wer weiß, wer weiß. Einmal kurz Fragmente. Ja, 4000 Kristallpunkte schon wieder ready. Das ist unglaublich. Leidvolle Erinnerung. Ach ja, hier. Hier ist das mit dem Scheinwerfer. Ach ja, genau. Hier ist der Scheinwerfertechniker. Haben wir das markiert, wo wir da hin müssen? Das wäre vielleicht auch mal eine coole Idee, auf die Karte zu gucken. Natürlich nicht. Aber irgendwo hier muss der ja sein. Weil der da ist es ja nicht. Ne, der sieht ja anders aus auf dem Bild. Wir wollen einmal ganz kurz Kristario machen, weil, oh Gott, haben wir es hinter uns. Wir gehen einfach mal ein Verteidiger, Verheerer, ne? Und dann nochmal Verteidiger und Verteidiger. Schutzmantel gelernt, das ist doch schön. Und nochmal Ver... Ja, wie ärgerlich. Verheerer. So, jetzt einen großen, den machen wir auf den Augmentor. Ja, das war doch eine tolle Idee. Dann gehen wir wieder Verheerer und nochmal Verheerer und dafür reicht es natürlich auch nicht. Oh, wie viel Leben der Noel schon hat, das ist ja der Wahnsinn. Und wie wenig die Sarah, das ist auch der Wahnsinn. Ja, großartig. Wirklich großartig. Wo rennt diese Type nur rum? Ich bin verwirrt. Oder ist das der Typ, der da oben drauf steht? Das kann es natürlich auch sein. Nochmal kurz zurück. Ob wir den irgendwie anzoomen können oder so. Oh, was hast du denn hier? Huch? Ein grüner Chocobo? Huch? Ja. Also auf den Heiler hätte ich echt mal Bock, wenn ich ehrlich bin. Aber scheiße, hält der viel aus. Das ist bestimmt auch so ein Viech, was mich in der Luft zerfetzen kann, wenn es will. Aber er ist jetzt geschockt. Deshalb gehen wir mal kurz hier hin. Also, das läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir machen nur mal ganz kurz einen Blitzschlag, damit wir hier gleich den großen Pfeil einsetzen können. Weil bei dem anderen weiß ich gerade nicht, was man da machen muss. Und das will ich unbedingt versauen. Sehr gut. Und jetzt drauf da. Mach die Matsche. Und? Ha! Perfekt! Und damit haben wir auch einen grünen Chocobo. Ich freue mich gerade. Ja. Müssen wir einmal ganz kurz einen Blick da hochwerfen. Bist du das?